Hey ho und herzlich willkommen zurück hier zu Lost Planet 3 mit eurem kleinen Kumpel. Wir sind jetzt hier vor der verlassenen, der vergessenen Stadt und geben den Aufbereiter zurück. Für die Leute, die im letzten Part das bis zu Ende angeguckt haben, wissen da Bescheid. Und ja, mal schauen, was uns da erwartet. Direkte geile Mission haben wir derzeit nicht. Die letzten Kämpfe waren jetzt auch nicht so mega burnt, aber die Klamotten sehen aber geil aus. Alter, gib mir deine Klamotten. Komm, ich verklopp dich auch. Gib her. Scheiß Schneepirat. So, dann gehen wir mal zu Mira, zu meiner kleinen, süßen Schnubbelbubbel. Jim, da bist du ja wieder. Ja. Ja, nun, ich war in der Gegend. Ja. Dachte, ich bringe dir das Ding hier wieder vorbei. Die Steuerung des Wasseraufbereiters. Ja. Hast du Ersatz gefunden? War eher eine Generalüberholung. Müsste aber funktionieren. Vielen Dank, Jim. Ich habe auch etwas für dich. Oh, wie so eine Weckkassette. Dein Chef, dieser Braddock. Auf dieser Festplatte gibt es Informationen über seinen Vater. Ich habe sie entdeckt, als ich die alten Basen durchstöbert habe. Vielleicht findest du sie ja erhellend. Mach damit, was du willst. Okay. Kriegen wir jetzt auch einen Einblick darauf? Ja. Was jetzt, La Roche? War es keine Umarmung? Die Leute wissen, dass etwas faul ist. Als könnten sie die Lügen riechen. Ich weiß nicht, wie lange ich noch durchhalte. Leute anlügen, die einem vertrauen, das sollte einem nicht leicht fallen. Ich hoffe, wir finden die Wahrheit. Oberkommando Neo Venus, alle Stationen melden eine Invasion der Klasse 5. Wir haben nicht die Ausrüstung für so einen Angriff. Sind wir da? Um Himmels Willen, Sarah. Warum, Sarah? Wir haben die Jungen. Was geschieht da draußen? Wir müssen weg. Sofort. Lass alles liegen. Nimm nur den Jungen und komm mit. Nicht weinen, Philipp. Alles wird gut. Mama und Papa sind... Aha, Philipp Braddock. Nichts geschehen. Sir, das ist unmöglich. Wir haben drei weitere Basen verloren. Ich bin nicht bei dir. Du bist hier geboren. Du hast nie gesagt, ich hatte keine Ahnung. Mehr Leute... General, der Evakuierungsplan... Hören Sie, ich hole meinen Sohn hier raus. Und zwar jetzt sofort. Aha. Jetzt starten Sie. Das Schiff! Wo ist der General? Das Schiff hat wir müssen raus aus den Basen in die weiße Wüste. Spinnst du jetzt was total? Was sollen wir jetzt nur machen? Außen können wir nicht überleben. Er hat sie dort zurückgelassen. Und wie lange oh ja. Die ganze Kolonie. Sein Vater auch noch. Um mich zu retten. All diese Leute... Ich bin sicher, er hat getan, was in seiner Macht steht. Deswegen sind die auf Braddock nicht so zu groß zu treten. Sie sind alle tot. Keine Chance. Keine Hoffnung. Keine Überlebenden. Na, wenn du wüsstest. Dann drücken wir jetzt mit der Sprache raus, oder? Komm, wir haben es besprochen, nichts zu sagen. Nein, hör zu. Ich muss dir da was sagen. Es gab... Sir, ich störe nur ungern. Mitten Sir, im richtigen Moment. Bitte komm. Ich übernehme das, Boss. Oha. Jim, bitte komm. Ist natürlich nicht schön zu sehen. Der Markede, der diese Gegend schon seit Monaten unsicher macht, ist in den North Plains gesichtet worden. Der ist Staatsfeind Nummer 1, ist das klar? Sofort vernichten, wenn du ihn auch nur siehst. Ich bin autorisiert, dir für diese Trophäe das maximale Kopfgeld auszuzahlen. Ah ja. Roger, ich setze meinen Jägerhut auf. Das maximale Kopfgeld. Warum Mr. Braddock auf meine Anrufe nicht reagiert? Ist alles in Ordnung? Es geht ihm gut, Jay. Muss nur mit schlechten Neuigkeiten klarkommen. Gib ihm ein wenig Zeit. Gut. Mit schlechten Neuigkeiten. Dann wollen wir mal in unseren Mech. Das ist jetzt eigentlich unsere Aufgabe. Bestimmt dahin. Bringe die Königskrabbe zur Strecke. Oho. Das ist doch wieder was für unseren Sammeldings hier. Hoffe ich mal. Die Königskrabbe. Alter, müssen wir doch mal anvisieren. Die Königskrabbe. Auf geht's zur Königskrabbe. Das wird ein lustiger Part. Ja, tötet den König. Ist das schon wieder so ein kleines Würmchen, was ich überlatschen will? Nee, ist da nicht. So, gucken wir mal, wo die Königskrabbe ist. So, Schnellreise. Königskrabbe. In Betty's Crossing. Wo auch soll es sonst sein? Ja.
nein! Ich sehe da schon wieder, da ist was defekt. Das kann nicht richtig sein. Nee, kann auch nicht richtig sein. Okay. Irgendwas haut hier aber überhaupt nicht hin. Das Ding haben sie ja ordentlich... Stand das schon immer hier? Jetzt bin ich gerade ein bisschen überfragt, ob das Teil vorher auch schon hier stand. Der Rest sieht eigentlich so aus wie vorher, bis auf das alles still steht. Ah ja, okay, ich muss also raus. Dann wollen wir mal. Königskrabbe, wir nehmen natürlich... Ah ja. Dann nehmen wir mal hier... über das Ding da. Und natürlich normale Munition. Alter, hier ist ein Sturm. Das ist doch... Die reinste Güte, na komm rein. Kein Saft mehr. Komm her. So, das heißt, wir müssen jetzt wieder Strom suchen, wie immer. Und irgendwo da werden wir die Königskrabbe finden. Aber die Viecher. Kleine Mistviecher. Echt mal. Ach, ich muss jetzt schon wieder hier rein. Ja, toll. Es ist immer wieder interessant zu sehen, dass man zweimal an die gleiche Stelle muss. Hätte man sich den ganzen Weg irgendwie ersparen können. Danke, Papa. Und wo ist Nummer 2? Gut, hier ist keine Nummer 2. Ah ja, dann reparieren wir mal das Ding. Oh, ist aber nicht viel zu reparieren. Und die Pumpen, laufen sie wieder. Nö. Ich höre da gerade was. Das klingt nicht klar. Es klingt nicht nach einer kleinen Würze. Wenn nun die Kürze liegt, die Würze. Nee. Gut. Lange Rede, kurzes Gesabbeln. Wir wollen zu unserem neuen. Ach, unser neuen Freund, der, Entschuldigung. Ja, jetzt haben wir alles da, komm. Der Papa. Ich nehme doch alles mit hier. Ja, wenn wir schon mal alles drin haben. Nehmen wir doch natürlich diese kleinen Hubbeldubbeldis auch noch mit. Und? Pumpen wir jetzt weiter oder wie sieht's aus? Mal sehen, was das gebracht hat. Die Königsgrabe. Ach du heilige Mutter Gottes. Okay, also die hat schon mal ihren Angriffspunkt unten, ne? Ja, dann wollen wir mal. Na komm her. Ja, klopfen wir uns dagegen ein, das ist mit der Latte. Ich denke, ich müsste dich jetzt erstmal hier fangen. Hey, die versteckt sich, die Krabbe, kann das sein? Ach komm jetzt, mach's mir nicht so schwierig, dich mal abzuschießen. Ja, da jetzt endlich. Da wirst du wohl. Ey, mach die das mit Absicht? Ach, komm nochmal rum. Komm. Entweder kann ich es nicht abschießen, ich weiß es nicht. Komm. Ich muss schnell ran. Scheiß die Wand an. Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt so gut ist, was ich jetzt mache, aber. Da kommt der Papa. Ah ja, gut, klappt doch. Alter. Na komm. Alter, der hat gesessen, der Schlag. Wie viel muss ich denn noch machen? Ich sehe es nicht, du bist so groß. Okay. Und weg hier rüber und rein in mich. Alter. Das hier ist schon ein bisschen... So, jetzt komm. Groß gegen groß, mein Herzblatt. Na. Und?
eben die Mech zu verlassen. Ah! Nee, das war falsch. Okay, dann machen wir es halt so. Ah ja, also wir müssen, wie ich das frisch gesehen habe, müssen wir denn mit dem Mech hochholen. Ist mein Mech rein. Hallo! Ach ja, klar. So hat mein Mech verrummelt. Alter! Das war das aber jetzt nicht gedacht. Lass mein Mech in Ruhe. Nee. Komm, da wirst du gleich noch eins reingedonnert, ja. Und für dich. Geburtstagsgeschenk. Stecke ich denn hier fest? Gar nicht gut hier da. Ah, mein Mech. Und rein in den Mech. So, nach oben und den Mech verlassen. Ist ja mal wieder easy going hier. Komm. Und gleich nochmal eins rein. Und du kannst nochmal eins reingedonnert in den Magengrube. Ja, du. Immer schön durch die Beine durch. Will ich jetzt überhaupt was rausnehmen hier? Nee, auf, ich bin gerade ungünstig. Okay. Ja, ja, komm. Renn gegen meinen Roboter. Alter, der macht ja meinen Roboter aber schön zur Schnecke hier. Da hinter uns zu. Ja, ja, die mich auch. So, nichts wieder hin. Schöner Ausweichsprung und rein in den Mech. Hallo, Schnecki. Komm hoch. Und den. Ach. Ja, jetzt kommen wir so einfach mal mit dieser schönen Schrott-Munition beknuspern. Oh, muss echt Zeit verdrücken. Aber das kommt nachladen. Das kommt schneller, 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 schneller. Und weg. Komm zu Papa, komm. Komm. Die wunderschöne Denkenergie. Ich muss sie haben. Gib her, gib her, gib her. Ja, ja. Gib mir nicht, komm. Was ist denn hier bei mir? Da mein Mech. Komm, schnell, 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 renn, renn. Renn, Peyton, renn. Gut, Peyton. Komm her, du kleine Ölknudel. Ah, brauchen wir nicht, hä? So, und wieder nach oben. Und wieder raus aus dem Mech. Und wieder rein in den Mech. Machen wir es mal mit Anthos. Okay, das funktioniert also auch nicht. Dann bleiben wir halt dabei. Doch. Wurst. Hier bin ich. Komm. Komm zu Papa. Komm zu Papa. Wow. Komm her zu Papa. Komm. Hier ist er, Papa. Gut, 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 gut. Oh, da hat er noch gesessen, der Schlag. Verdammt. So, und jetzt nichts wieder zu meinen Mech zurück. Der sich auch noch schön jetzt aufrichtet, während das nicht zu ihm gelaufen kommt. Wunderprächtig. Na, komm her, Berda. Ah, das habe ich jetzt gerade wieder verpennt. Ja. Und nach oben. Oh. Ist du nicht weit mal genug? Oh, das war's wohl jetzt. Oh. Hören Sie mich? Der König ist tot. Oh yes, der König. Sprach, Jim. Diesen Tragegeist werden wir damit los. Irgendwie wusste ich, dass du dir das Kopfgeld für ihn sichern würdest. Ja. Ich lasse es Braddock wissen. Ja, na, hey, schon. Der hat dich erledigt? Der konnte doch nichts. Du willst einen Preis?
C'est tout le roi. Ach, das ist eine richtige Hassliebe bei den beiden. Hörst du? Oh. Die sind immer noch hinter uns her. Hätte ich wissen sollen. Stopp. Stopp. Mach dir keine Sorgen. Red einfach weiter. Du hast damit angefangen, also erzähl zu Ende. Ja. Ja, okay. Wo war ich? Du hattest Braddock fast von den Überlebenden erzählt. Ja. Fast. Aber ich wusste, ich bin nicht derjenige, der dieses Geheimnis preisgeben sollte. Obwohl ich damals glaubte, in Braddocks Herz gesehen zu haben, dass er trotz aller Kompromisse und Mauscheleien den Überlebenden nie etwas zustoßen lassen würde. Mhm. Für mich waren die Überlebenden der ersten Kolonie zu meinen Leuten geworden, wie auch die Crew der Coronis. Ich hatte eine Familie auf der Erde zurückgelassen, nur um hier noch zwei zu finden. Ach, guck mal, nochmal. Ich versuchte allen gegenüber loyal zu sein und Geheimnisse in Geheimnissen zu wahren. Doch tief in mir wusste ich, dass es so nicht weitergehen konnte. Ja, ich denke mal, auf Dauer wird das auch ganz schön schwierig. Es war Zeit, die Karten auf den Tisch zu legen, Shinichi und Braddock zusammenzubringen, in der Hoffnung, sie würden die Vergangenheit vergessen und sich helfen, um die Wunden heilen lassen zu können. Und? Ich wusste nicht, was da bereits in Gang geraten war. Mir war nicht klar, dass es schon zu spät war. Okay. 5000 Tang-Energie. Okay, leere die... Oh, Missionen aktiviert. Leere die Station. Na, da gehen wir gleich mal Station leeren. Können wir gleich mal diesen Port weitermachen. Und welche Tankstationen müssen wir denn entleeren? Alle sind voll. Das ist doch schön. So. Bailey's Crossing Tankstation ist voll. Was ist das? Kommen wir hier nicht raus. Schauen wir mal. Wir laufen einfach mal. Ansonsten kann es sein, dass wir im nächsten Part das machen können. Okay. Dann müssen wir doch erst zurücklaufen. Jim, Alter, wusstest du, dass Nevek kommt? Was sagst du da? Nevek? Ach du Scheiße, guck's an. Also Truppen, paar militärische Söldner. Ein Militärkreuzer hat an der Basis angedockt. Überall sind Typen mit Knarren. Mächtig finstere Stimmung, das kann ich dir flüstern. Wo ist das ich? Bei dem Typ, der das Sagen hat. Zu dem lieber kein Wort. Ich hab gehört, wie der nach dir gefragt hat. Ich wusste nicht, ob ich dich rufen oder davor warnen soll, herzukommen. Tja, ich bin ja schon da. So. Guck's an, da sind sie doch. Die kleinen Nüscheln. Ich kann dir nur raten, dich um deine Arbeit zu kümmern. Ich kann dir nur raten, dich um deine Arbeit zu kümmern, Punk. Als ob du irgendwas zu sagen hättest, du nützloses Etwas. So. Was? Aktuelles Missions-IP Nutakas. Eher unwahrscheinlich, weil wir kommen ja hier nicht raus. Also, zurück zur Braddocks Büro. Guck mal, gucken, was der noch zu labern hat für eine Scheiße. Ist das da draußen ein Rennschrotthaufen? Wieso hat er keine Waffen? Was bist du denn für ein Pazifist oder was? Alter, ihr seid Lapsäcke. Wegen euch dürfen wir keine Waffen dann machen und da kommst du mir so eine Scheiße. Hier gibt's nichts zu sehen. Doch, einen hässlichen Blaumann. So, guck mal, was der Spaß noch zu erzählen hat. Ha, komm, hä? Leg dich mit mir an, wa? Punk. Okay. Oh, da oben steht er noch. Wir können mal gucken. Er steht so gelangweilt da oben und guckt nach unten. Mal gucken, was der zu sagen hat. Ob der was zu sagen hat. Ah, so. Nee, der hat natürlich nichts zu sagen. Also dann auf zu Braddock. Guck mal, da ist noch so ein Latscher. So ein Sockenkasper hier. Hä, Sockenkasper. Was hast denn du hier hinten drauf? Ach, bloß die Standardwaffe. So. Aber! Was uns jetzt hier erwartet, mit diesen Nevek-Spastmatten, das seht ihr natürlich dann im nächsten Part mit eurem kleinen Kumpel, wenn es heißt Lost Planet 3. Uhuhu. Denkt daran, teilt es, liked es, kommentiert es und wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder. Ciao, bye, bye.